بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بجنة نعم الله سكناد فون سكنيدين الرحمن الرحيم. والله سبحانه وتعالى die Sitzung zu einer segensreichen Sitzung machen, sodass wir aus hervorgehen mit gestärktem Iman, vermehrtem nützlichen Wissen und vergebenen Sünden. Wie angekündigt, werden wir heute بإذن الله سبحانه وتعالى uns einem neuen Thema widmen, und zwar dem Thema Usul al-Fiqh, beziehungsweise eine Einführung in den Grundlagen des Fiqh. Und Grundlage dafür wird das Buch sein, das auch dementsprechend heißt, Einführung in die Grundlagen des Fiqh. Natürlich kann man den Unterricht verfolgen auch ohne Buch, allerdings bedarf es dann einer starken Aufmerksamkeit, weil man nicht nur die Erläuterung verstehen muss, sondern auch den Text quasi, der erläutert wird, vor Augen oder im Gedächtnis haben sollte, damit man inshallah ta'ala weiß, worum es sich dreht. Wir werden bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala das Buch mehr oder weniger gemeinsam lesen und erörtern und erläutern diejenigen Stellen, die inshallah ta'ala eine Erläuterung benötigen. Wir beginnen mit dem Namen Allahs, des Gnadenvollen, des Gnädigen, mit dem Vorwort auf der Seite 13. Allahs Segen und Heil sein auf dem Gesandten Allahs, allen Sahaba und denjenigen, die ihnen folgen. Dieses Werk ist eine Einführung in die Grundlagen des Fiqh. Es soll das Basiswissen vermitteln, das nötig ist, um den Fiqh zu verstehen und dadurch auch die Meinungsverschiedenheiten unter den Gelehrten besser nachvollziehen zu können. Und wie der Autor sagte, ist es tatsächlich eine Einführung in Usul al-Fiqh, in diese Thematik. Was das genau ist, werden wir natürlich auch gleich erläutern. Aber man sollte wissen, dass dies Grundlagen sind der Grundlagen. Grundlagen der Grundlagen. Das heißt, eigentlich wollen wir uns mit den Grundlagen des Fiqh beschäftigen, aber das in einem Ausmaß zu tun, wie es für einen, sage ich einmal, Profi benötigt wird, dafür ist dieses Werk nicht geeignet, sondern das ist eher eine Einführung dafür, bietet allerdings eine ausreichend gute Grundlage, inshallah ta'ala, damit man auf der einen Seite den Fiqh versteht. Das heißt, man versteht, wie die Gelehrten, wie die Ulama, rahimahullah ta'ala, zum Beispiel aus einer Ayah oder aus einem Hadith eine rechtliche Bestimmung, ein Hukum Shar'i ableiten. Und als zweites verstehen wir auch oder lernen wir die Meinungsverschiedenheiten unter den Gelehrten besser verstehen. Denn genauso wie es im Hadith und in der Aqidah und im Fiqh Themen gibt, über die sich die Gelehrten rahimahumullah ta'ala einig sind. Das gibt es genauso im Usul Fiqh auch. Und genauso gibt es in den verschiedenen Disziplinen auch Themen, die die Gelehrten unterschiedlich sehen. Und wenn ich auf einer unterschiedlichen Grundlage aufbaue, dann ist auch klar, dass das Resultat ein anderes sein wird. Und wenn ich das verstanden habe, dann habe ich auch verstanden, warum der eine Gelehrte zu einem anderen Ergebnis kommt als ein anderer Gelehrter. Und das ist auch, was wir inshallah ta'ala versuchen wollen, im Laufe dieser Unterrichte unter anderem auch zu verstehen und darauf hinzuweisen. Der Autor sagt, diese Grundkenntnisse ermöglichen es, dem Scharia-Studenten zu bewerten, wer sich im Fiqh auf festen Grundsätzen bewegt und weiß, wovon er redet und wer nicht. Und sie zeigen auf, ob eine einmal aufgestellte Regel konsequent angewendet wird oder nicht. Das heißt, wir werden natürlich auch gleich gucken, warum man überhaupt das in der deutschen Sprache behandelt, weil viele Regeln benötigen nur einmal die arabische Sprache, weil wir leiten ja aus den religiösen Texten rechtliche Bestimmungen ab und die sind nun einmal in arabischer Sprache. Aber wir werden sehen, wir haben einen riesigen, großen Nutzen, auch wenn wir diese Thematik in deutscher Sprache behandeln. Und ein Aspekt ist zum Beispiel, dass ich dadurch, dass ich diese Thematik studiere, kann ich unterscheiden zwischen denjenigen Menschen, die in der Religion reden und deren Aussagen auf fundierten Regeln basieren. Das heißt, sie wissen, wovon sie reden. Sie haben Prinzipien gelernt, sie haben Regeln gelernt und ihre Aussagen basieren darauf. Und ich kann unterscheiden zwischen ihnen und anderen Leuten, die
mal hier und mal da etwas gelernt haben, aber nicht wirklich wissen, worauf das fundiert. Und dann erkenne ich eventuell sogar hier und da ein paar Widersprüche. Das heißt also, ich erlange die Fähigkeit, ich erlange die Möglichkeit zu unterscheiden zwischen den Stufen der verschiedenen, sage ich mal, Tullab al-Ilm, Scharia-Studenten, wenn ich diese Thematik also konsequent gelernt habe. Ein Beispiel dafür wäre, ganz banales Beispiel, was im Usul-Fiqh behandelt wird, inwiefern ist die Fatwa eines Sahabi aussagekräftig oder hat sie Beweiskraft? Inwiefern hat die Fatwa eines Sahabi eine Beweiskraft? Und dann ist eben könnte es sein, dass ich in einem Thema, zum Beispiel beim Wudu, zu einem bestimmten Ergebnis gekommen bin, weil ich mich berufe auf die Fatwa eines Sahabi, wie zum Beispiel Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala anhuma. Und dann, wenn ich dann jetzt den Fiqh nicht komplett bei einem Lehrer gelernt habe, sondern zum Beispiel As-Salah bei einem anderen Lehrer lerne, und dann komme ich zum Beispiel zu einer Thematik und sage ich, in dieser Angelegenheit im Salah ist die richtigere Ansicht die Ansicht so und so, weil die schwächere Ansicht sich ja auf keine Aya und kein Hadith bezieht, sondern auf eine Fatwa eines Sahabi. Und die Fatwa eines Sahabi ist keine Hujja. Und so, schon habe ich einen Widerspruch, weil ich beim Wudu es als Beweis verwendet habe und beim Salah plötzlich das nicht mehr als Beweis verwende. Das ist also die Problematik, die sich daraus ergibt, wenn man sich mit Usul al-Fiqh nicht beschäftigt, beziehungsweise wenn man al-Fiqh bei unterschiedlichen Lehrern lernt, denn sie haben vielleicht unterschiedliche Usul, also unterschiedliche Grundlagen. Der Autor sagt weiter: Natürlich kann man sich an dieser Stelle fragen, welchen Nutzen hat ein Leser, der der arabischen Sprache nicht mächtig ist, wodurch so vieles in diesem Werk auf der Sprache des Koran gründet? Die Antwort, der Nutzen ist unbestritten, denn vieles lässt sich durchaus ins Deutsche übertragen. Also wir dürfen nicht denken, dass die Regeln, die wir im Usul Fiqh lernen, nicht auch übertragbar sind auf andere Sprachen. Viele davon sind auf die deutsche Sprache wunderbar übertragbar und du kannst sogar auch sage ich mal, nicht religiösen Situationen davon profitieren. Zweitens, das wissenschaftliche Denken wird gefördert. Ich denke, es ist ein großer Nutzen, wenn man lernt, sein Hirn zu trainieren. Drittens, man lernt die Fiqh-Gelehrten zu schätzen, weil man erkennt, dass dass dem Fiqh eine eigene Wissenschaft zugrunde liegt und dass das, was die Gelehrten, rahimahumullah ta'ala, sagen, Hand und Fuß hat, selbst wenn man nicht alles nachvollziehen kann. Das heißt quasi, wenn du diese Thematik gelernt hast oder beziehungsweise wenn du weißt, dass dein Lehrer diese Thematik beherrscht und du von ihm Al-Fiqh lernst, dann weißt du mit Gewissheiten, hast du Vertrauen, dass was er dir unterrichtet an Ahkam Sharia immer Hand und Fuß hat und einen Beweis hat und ein Argument hat, der nicht so leicht aus der Welt zu schaffen ist. Auch wenn er vielleicht im ersten Augenblick ein Argument vielleicht nicht so für dich eine starke Beweiskraft zu haben scheint, aber du weißt, dass er diese Thematik studiert hat und wenn man ihn fragt, dann wird er auch diese Aussage, die er getroffen hat, begründen können. Hinweis. Das ist jetzt für uns als Leser. In der Regel wird also es ist so, wir haben ja ein Problem, wenn wir etwas übersetzen aus dem Arabischen ins Deutsche, dann haben wir arabische Begriffe, die öfter im Plural stehen. Und dann ist die Frage, wenn ich jetzt zum Beispiel im Arabischen das Wort Salawat habe, die Gebete, okay, soll ich dann im Deutschen sagen, die Salawat, als im Sinne von die Gebete, oder soll ich einfach sagen, die Salah? Und der Autor hat sich hier entschieden, immer den Singular zu verwenden. Okay? Auch wenn das streng genommen grammatikalisch falsch ist, aber es hat den Vorteil, dass wir jetzt den deutschen Leser nicht beschäftigen, unnötigerweise mit der arabischen Grammatik. Okay? Weil wenn es dann anfängt mit As-Salah und dann gibt es im Arabischen auch die Plural und dann gibt es im Arabischen noch die Singular, die Dualform, ne? Und dann wisst ihr, dass dann
ab 11 dann wieder der Singular verwendet wird und sowas, ja. Und statt dass wir uns diese Sache antun, sparen wir uns das und lernen lieber ein Fachwort. Und dieses Fachwort steht immer im Singular, auch wenn wir damit im Plural. Kann sein, dass das manchmal nicht konsequent durchgezogen wird, ist auch kein Beinbruch, aber normalerweise sollte das so die Regel sein. Also wir sagen die Salah, auch wenn es eigentlich sein müsste, die Salawat. Wir sagen und so weiter und so fort, benutzen diese Begriffe immer im Singular. Zunächst einmal schauen wir uns an, auf Seite 15, was meinen wir denn überhaupt mit Usul al-Fiqh? Es gibt immer für solche Fachwörter eine sprachliche und eine gesetzliche Bedeutung. Das heißt, eine sprachliche Bedeutung ist diejenige, die sich aus dem Wörterbuch ergibt. Und die gesetzliche oder die fachspezifische Bedeutung des Wortes ist immer diejenige, die von den Gelehrten dieses Fachgebietes verwendet wird oder verstanden wird. Und deswegen, bevor wir den Begriff Usul al-Fiqh erklären, definieren wir die beiden Wörter, aus denen er besteht. Erstmal der Begriff Usul. Usul ist im Arabischen der Plural von Asl. Okay? Und da haben wir natürlich den Plural auch gelassen, wenn wir sagen Usul al-Fiqh und so. Warum? Weil das jetzt wie ein Fachwort ist, das wir nicht verändern wollen, auch wenn das eigentlich ein Plural ist. Aber Usul ist der Plural von Asl. Und Asl hat im Arabischen ja viele verschiedene Bedeutungen. Ihr wisst ja immer, die sprachliche Ebene, das heißt, wenn du ein Wörterbuch aufschlägst und schaust, was ein Wort bedeutet, die ist immer die größte Ebene. Ja, ist immer die größte Ebene. Das heißt also, ein Wort im Wörterbuch, wenn du das nachschlägst, dann findest du immer dahinter mehrere Bedeutungen, wie es verwendet werden könnte. Ja. Dann hast du die zweite Ebene, das ist dann so die Ebene, wie die Leute das meistens benutzen. Das ist der Sprachgebrauch engt die erste Ebene ein. Also meistens wird ein Wort in einem viel kleineren Kreis verwendet, als das Wörterbuch es eigentlich zulässt. Okay? Und dann gibt es noch die fachspezifische Ebene oder in diesem Fall die religiöse Ebene. Die ist dann natürlich immer ganz genau, weil der Fachgelehrte benutzt einen Begriff und definiert ihn ganz genau, damit man weiß, was er damit in diesem Fach meint. Ja? Das sind so drei verschiedene Ebenen, über die wir uns in Schadatar auch noch unterhalten werden. Asl hat verschiedene Bedeutungen, Basis, Wurzel, Stamm oder Regel. Und Regel ist vielleicht so das, was wir am meisten so meinen, wenn wir von Usul al-Fiqh reden wollen. Und Asl ist auch alles, worüber etwas anderes aufgebaut ist. Alles, was auf einer anderen Sache basiert, so nennt man die Sache, auf die die zweite Sache basiert, eben Asl. Ja? Und das ist abgeleitet, sprachlich gesehen, auch aus dem Koran al-Karim. Allah subhanahu wa ta'ala sagte in Surat Ibrahim, Vers 24, أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. Siehst du nicht, wie Allah ein Gleichnis von einem guten Wort geprägt hat? Es ist wie ein guter Baum, dessen Wurzeln fest sitzen und dessen Zweige in den Himmel reichen. Siehst du nicht, wie Allah ein Gleichnis von einem guten Wort geprägt hat? Das gute Wort ist La ilaha illallah, كلمة التوحيد. Es ist wie ein guter Baum, auf Arabisch Shajara. Und der gute Baum, das ist ein Gleichnis, das ist der Gläubige, der Mu'min gemeint. Dessen Wurzeln, die Wurzeln ist der Asl im Arabischen. Asluha thabit, dessen Wurzeln fest sitzen. Dessen Wurzeln sitzen fest, das ist der Tawhid im Herzen des gläubigen Mu'min. Und dessen Zweige, Zweig ist Al-Far'a. Und Far'a ist der Ast, das heißt, oder Zweige, dessen Zweige in den Himmel reichen. Und das Gleichnis zeigt eben den gläubigen Menschen wie einen Baum und dieser Baumstamm, der fest im Boden verankert ist, das ist La ilaha illallah. Damit ist auch die im Tafsir heißt das die Palme gemeint. Warum? Weil die Palme ist, erstens hat sie einen Asl, sie hat diesen Baumstamm, ja, die Wurzeln oder besser gesagt der Baumstamm. Dieser ragt in den Himmel empor
und erhebt die guten Taten des Gläubigen zu Allah subhanahu wa ta'ala. Wäre da nicht der Tawhid, wäre da nicht La ilaha illallah, hätten diese Zweige keine Grundlage, hätten sie keinen Baumstamm, von dem sie abzweigen könnten. Was damit gezeigt werden soll, ist Asl, ist dieser Baumstamm, und die Zweige nennt man Fara. Und deswegen, und die Fara, die sind ja auf dem Asl aufgebaut, denn ohne Asl hast du dann keinen Fara. Und deswegen sagt man, was ist Asl? Asl ist alles, worauf ein Fara aufgebaut ist. So könnte man das eben auch sagen. Das heißt, also wenn man von Asl spricht, dann muss man automatisch von Fara sprechen. Wenn man von Fara spricht, muss man auch von Asl sprechen. Man kann nicht das eine vom anderen trennen. Jetzt können diese Begriffe auch unterschiedlich verwendet werden. Also Asl kann auch hin und wieder, das ist auch wichtig zu wissen, also nicht immer, wenn jemand den Begriff Asl verwendet, meint er damit die religiöse Definition, die wir gleich erwähnen werden. Manchmal meint man mit Asl einfach einen Beweis, einen Dalil. Man sagt zum Beispiel Aslul Mas'ala, das heißt, der Asl dieser Thematik ist der Hadith so und so. Damit meint man also hier mit dem Beweis, also Asl kann auch Beweis meinen, denn letztendlich ist meine Fatwa oder mein gesetzliches Urteil, das ich ausspreche, aufgebaut auf einem Beweis, ja? Dann ist eben die Fatwa ein Fara' zu dem Asl, diesem Beweis. Und auch Qa'ida. Qa'ida ist eine Grundregel und man nennt es auch manchmal Asl. Auch wenn wir inshallah von die beiden Sachen voneinander unterscheiden werden, aber trotzdem, man sollte wissen, dass eben ein Begriff nicht von allen Ulama immer gleich verwendet wird, aber wir definieren uns ihn gleich hier inshallah ta'ala, wie wir ihn brauchen. Das mit dem Beweis habe ich gerade eben erwähnt. Was mit der Grundregel? Was bedeutet Grundregel? Naja, eine Grundregel wäre zum Beispiel eine Qa'ida. Was aufgrund einer Erfordernis gesetzlich ist, wird durch Wegfallen dieser Erfordernis ungesetzlich. Auf Arabisch, ma shuri'a li hajatin yabtulu bizawaliha. Also noch einmal, was aufgrund einer Erfordernis gesetzlich ist, wird durch Wegfallen dieser Erfordernis ungesetzlich. Also ein Beispiel dafür wäre, dass eine Erfordernis wäre hier zum Beispiel für den Fastenden die Krankheit, durch die Krankheit wird das Fastenbrechen für ihn gesetzlich. Und sobald diese Erfordernis nicht mehr gegeben ist, ist auch sein Fastenbrechen nicht mehr gesetzlich. Unter einer Qa'ida verstehen wir auch, und das ist was, wie wir es eher verwenden werden, allgemein im Bereich Usul al-Fiqh und al-Qawa'id al-Fiqhiyya, da werden wir das so verwenden eher, dass eine Qa'ida eine übergeordnete Regel ist, die einzelne Thematiken umfasst. Ja, das ist eine übergeordnete Regel, die einzelne Thematiken umfasst. Wir haben also im Fiqh öfter verschiedene Urteile, verschiedene Ahkam Shari'a. Und damit wir nicht stur auswendig lernen müssen, das ist halal, das ist haram, das ist halal, das ist haram, guckt man, gibt es eine Regel, die all diese einzelnen Beispiele umfasst? Und wenn ja, dann nennen wir das eine Qa'ida. Okay? Und ich gebe euch einfach mal zwei Beispiele. Beispiel Nummer 1, jemand, das ist jetzt aus dem Fiqh al-Mu'amalat, jemand verleiht einer anderen Person Geld unter 10 Euro, unter der Bedingung, dass er ihm 11 zurückgibt. Okay? Dann würde der Fiqh-Gelehrte jetzt sagen, das ist haram. Das ist der erste Beispiel. Zweites Beispiel, jemand sagt, da dieser 1 Euro haram ist, mache ich was anderes. Ich verleihe dir 10 Euro und möchte auch wieder 10 Euro zurückhaben, plus eine Leistung, weil ich darf ja nicht mehr Geld nehmen als Geld. Deswegen verlange ich von dir 10 Euro wieder zurück. Allerdings möchte ich, dass du mir zusätzlich meine Haare schneidest. Oder dass du mich von A nach B transportierst. Oder dass du und so weiter und so fort irgendetwas für mich machst. Vielleicht meine Couch reparierst, mein Fernseher, mein Computer. Und dann sagt der Gelehrte, auch dieses ist haram. Okay? Und jetzt hat er zwei verschiedene Fälle. Statt dass er jetzt all diese einzelnen Beispiele sich merkt, merkt er sich einfach eine Regel. Und sie lautet,
eine Qaida, jedes Darlehen, das einen Profit voraussetzt, ist ein Zinsdarlehen. Jedes Darlehen, das einen Profit voraussetzt, ist ein Zinsdarlehen. Fertig. Und dadurch umfasst diese Qaida all diese beiden genannten Beispiele und alle anderen, die unter diese Thematik fallen. Dann, was bedeutet erstmal Fiqh? Jetzt haben wir Usul kennengelernt. Usul sind quasi die Grundlagen. Ja? Und Fiqh kommt vom arabischen Verb Faqiha. Faqiha heißt verstehen. Und der Faqih ist eben derjenige, der Verständnis hat, der Verstehende. Und Al-Fiqh ist das Verständnis. Und so wird es auch im Koran Karim mehr als einer Stelle verwendet. Das heißt, dieser Begriff Fiqh, müssen wir also aufpassen, wenn der irgendwie verwendet wird, dann müssen wir überlegen, wer redet hier, was meint er hiermit? Meint er hiermit diese sprachliche Bedeutung, das Verständnis, oder eben die religiöse Bedeutung? Die religiöse Bedeutung von Fiqh, sagen manche Gelehrte, definieren es wie folgt, sie sagen, damit ist die Kenntnis der praxisbezogenen gesetzlichen Bestimmungen und der ihnen zugrunde liegenden detaillierte Belege gemeint. Noch einmal, damit meint man die Kenntnis der praxisbezogenen Bestimmungen. Was sind erstmal praxisbezogene Bestimmungen? Damit meint man, wir reden hier nicht von theoretischen Angelegenheiten. Ja? Wir reden also hier anders ausgedrückt nicht über Aqida, weil Aqida meistens etwas Theoretisches ist. Auch wenn natürlich man das eine vom anderen nicht ohne weiteres einfach unterscheiden kann. Aber, also man kann nicht einfach eine klare Trennlinie machen. Aber zur Einteilung, grundsätzlich bezieht sich Aqida auf die Theorie und Al-Fiqh auf die Praxis. Und deswegen reden wir hier über praxisbezogene Bestimmungen. Dann geht es um gesetzliche Bestimmungen. Gesetzliche Bestimmungen, damit meinen wir, dass es hier um die Religion geht. Ja? Es geht hier um die religiösen Texte, Koran und Sunna. Und wir reden hier nicht von anderen Angelegenheiten, Gesetzestexten, die nichts mit der Religion zu tun haben oder ähnliches. Bestimmungen, das sind sogenannte Ahkam Shar'iyya, wie zum Beispiel, damit meint man das letztliche Urteil, denn letztendlich, was will ich denn im Fiqh wissen? Ich möchte letztendlich im Fiqh wissen, was soll ich tun, was soll ich nicht tun? Was soll ich tun und was soll ich nicht tun? Und das, was ich tun soll, muss ich das tun oder soll ich das tun? Und was ich nicht tun soll, ist es für mich verboten, es zu tun, oder ist es eher empfohlen, es zu unterlassen, und so weiter und so fort. Das heißt, das ist, was ich letztendlich wissen möchte, also Haram, Halal und diese Begriffe, die man diesbezüglich meint. Und der ihnen zugrunde liegenden detaillierten Belege, die detaillierten Belege, damit meint man den konkreten Hadith, die konkrete Aya, vielleicht die konkrete Regel, die diese Argumentation zugrunde liegt, und so weiter und so fort. Dann hat hier der Autor extra das Wort Kenntnis und nicht das Wissen genannt, weil meistens meint man mit Wissen etwas, was bestätigt ist, was hundertprozentig korrekt ist. Deswegen kennt ihr den Spruch, was man sagt, Glauben heißt nicht Wissen, weil man meint mit Wissen etwas, was hundertprozentig bewiesen ist. Aber geht es hier in Al-Fiqh, vorsichtig, wir sind jetzt beim Fiqh, noch nicht bei Usul al-Fiqh, ja? Geht es hier beim Al-Fiqh immer nur um diejenigen Dinge, die hundertprozentig bewiesen sind? Nein. Und das ist auch eine wichtige Angelegenheit, weder in der Aqida noch im Al-Fiqh geht es immer um hundertprozentige Angelegenheiten. Es gibt einige hundertprozentige, aber gerade im Fiqh sind die meisten nicht hundertprozentig. Und das stört uns auch überhaupt gar nicht, weder in der Realität noch in der in der Theorie, weder im Fiqh noch in der Aqida. Und das ist eine fundamentale Angelegenheit, die wir uns bewusst machen müssen. Also müssen wir uns bewusst machen, dass wann urteile ich über eine Angelegenheit, wann sage ich denn, diese Sache ist halal als Gelehrter oder diese Sache ist haram, wenn ich davon überzeugt bin, dass das Urteil bei Allah subhanahu wa ta'ala ist. Weiß ich das hundertprozentig? Manchmal ja, oft aber nein.
Hindert mich das als Gelehrter daran, jemandem zu sagen, das ist Haram, das ist Halal? Nein, hindert mich auch nicht daran und hat auch die Gelehrten früher niemals daran gehindert. Und wer einen anderen Weg einschlägt, der schlägt einen anderen Weg ein als die Gläubigen der ersten Generationen, rahimahumullahu tabaraka ta'ala. Zum Beispiel, nehmen wir einfach ein Beispiel für Gewissheit, für Hundertprozentiges. Also wenn jemand sagt zum Beispiel, Zina und Zinsen sind Haram. Zina und Zinsen sind Haram. Dann ist das hundertprozentiges Wissen. Weil die Klarheit der Aussagen im Koran und Sunna so deutlich sind, dass der gesunde Menschenverstand nichts Zweideutiges darunter versteht. Das ist Nummer eins. Und Nummer zwei, was dazu beiträgt, ist die große Anzahl an Textbeweisen in Bezug auf dieses Thema. Es gibt nicht nur einen Text, nicht nur zwei Texte, sondern viele Texte, sowohl über das eine Thema als auch das andere Thema. Das wäre jetzt Gewissheit. Aber nicht alle Ahkam Shar'iyya, wie gesagt haben, sind aufgebaut auf Gewissheit, sondern viele auch auf Überzeugung. Beispiel, wenn wir uns fragen, ist das Beten zur verbotenen Zeit, das Beten von freiwilligen Gebeten zur verbotenen Zeit, von freiwilligen Gebeten, die bedingt sind, ja, wie zum Beispiel die zwei Rak'a nach dem Wudu, sind sie zu verbotenen Zeiten erlaubt oder haram? Wenn du sagst, sie sind haram, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, kein Gebet nach dem Asr, bis die Sonne untergegangen ist und kein Gebet nach dem Fajr, bis die Sonne aufgegangen ist, dann ist das dann ist dein Urteil kein hundertprozentiges Urteil, sondern es ist deine Überzeugung. Und du handelst auch nach deiner Überzeugung, gibst auch Fatwa gemäß deiner Überzeugung, aber du kannst nicht sagen, das ist das Urteil bei Allah mit hundertprozentiger Gewissheit. Warum? Weil es auch Beweise gibt, die dagegen sprechen. Ja? Und das ist ja immer die Angelegenheit. Und das ist ja meistens der Fall, wenn die großen Imame, natürlich wenn wir vernachlässigen, dass manche Texte nicht kannten, aber wenn wir davon ausgehen, dass sie alle die Texte kannten und sie auch gleich authentisch erreicht haben, dann ist es meistens eben ein Beispiel dafür, dass wir hier von Überzeugungen sprechen und nicht von Gewissheit, von Überzeugung, von Ghalabatul Dhann, wie man auf Arabisch sagt, und nicht von Gewissheit. Jetzt wissen wir, was Usul sind und jetzt wissen wir, was Al-Fiqh bedeutet. Dann schauen wir uns an, Usul al-Fiqh bedeutet definitionsgemäß eine Wissenschaft, in der es um die allgemeinen Grundregeln des Fiqh geht, wie man davon profitiert und wer davon profitieren kann. Eine Wissenschaft, in der es um die allgemeinen Grundregeln des Fiqh geht, das heißt die sogenannten Usul. Das heißt, wir beschäftigen uns nicht mit den detaillierten Beweisen, wir beschäftigen uns nicht mit den Hadithen, wir beschäftigen uns nicht mit den Ayat direkt, das ist nicht Gegenstand dieser Wissenschaft. Natürlich kommen sie vor, üben wir unsere Werkzeuge, aber sie sind nicht Gegenstand dieser Wissenschaft. Das heißt, das Hauptthema sind die Grundregeln und nicht die detaillierten Beweise wie im Fiqh selbst. Im Fiqh-Unterricht hörst du zum Beispiel, wie man Wudu macht, wie man betet und der Beweis dafür ist der Hadith so und so, die Ayah so und so und so weiter. Da hört ihr die detaillierten Beweise direkt. Aber das ist hier nicht der Fall. Wir gehen eine Ebene tiefer oder höher, wie man es sehen möchte, und schauen uns erstmal an, wie leitet man überhaupt aus diesen detaillierten Beweisen überhaupt irgendetwas ab, mit welchen Werkzeugen. Ja? Und das sind eben diese Grundregeln. Es geht also in dieser Wissenschaft um die allgemeinen Grundregeln des Fiqh, wie man davon profitiert, wie man also davon ableitet, wie man diese eine Regel auf eine Ayah, auf einen Hadith, auf eine Aussage anwendet und wer davon profitieren kann. Das heißt, das ist letztendlich, schauen wir uns am Ende, inshallah ta'ala, die Menschen an, die unterschiedliche Stufen einnehmen, so ganz grob klassisch. Entweder gehört man zu den sogenannten Awam, das ist die Allgemeinheit der Muslime, die sogenannten Nichtgebildeten, damit meint man aber natürlich nicht gebildet, also nicht in der Religion gebildet.
Als nächstes gibt es dann die sogenannten Gelehrten, die Ulama. Und dann gibt es diejenigen, das heißt die Ulama sind die, die das Wissen haben über diese rechtlichen Bestimmungen. Und dann darüber gibt es dann die sogenannten Mujtahid, die eben diese Regeln von Usul Fiqh anwenden können und aus den religiösen Texten rechtliche Bestimmungen ableiten. Das ist so eine grobe theoretische Einteilung der Menschen, auch wenn natürlich in der Praxis es Überschneidungen gibt. Der Nutzen dieser Wissenschaft ist gewaltig, da man bei korrekter Anwendung ein Werkzeug hat, die Wahrheit auch dann herauszufinden, wenn es keinen expliziten Beweis Nass gibt. Ja, das ist sehr wichtig. Also wir müssen wissen, dass unsere Religion praktikabel ist für jeden Ort und zu jeder Zeit. Und das macht diese Religion zu einer globalen Religion, im Gegensatz zum Beispiel zu anderen offenbarten Gesetzen Allah subhanahu wa ta'ala, die nur für bestimmte Regionen oder eine bestimmte Völker bestimmt waren und eben nicht allgemeingültig waren. Der Koran Karim zeichnet sich ja, oder diese Botschaft des Koran zeichnet sich ja dadurch aus, dass sie gültig ist bis Yawm al-Qiyamah. Und wodurch zeigt sich diese Gültigkeit oder diese allgemeine Gültigkeit des Koran aus? Wodurch kommt sie zustande? Wir haben im Koran und Sunna viele klare Ayat und Hadithe über bestimmte Themen. Die bilden die Grundlagen der Religion. Darüber hinaus gibt es auch mehrdeutige Ayat und mehrdeutige Hadithe. Und diese Mehrdeutigkeit ist beabsichtigt. Also Allah subhanahu wa ta'ala hat uns das direkt mitgeteilt in Surat Al-Imran, als er sagte, هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. Das heißt sinngemäß übersetzt, Allah ist derjenige, der auf dich das Buch herabgesandt hat. In diesem Buch gibt es klare Ayat und sie bilden die Grundlage des Buches. Da gibt es klare Ayat, sie bilden die Grundlage des Buches. Das heißt also, wenn es irgendetwas, und dann gesagt, وأخر متشابهات, und es gibt auch andere, die mehrdeutig sind. Und das ist eben die Angelegenheit, die Grundlagen, beziehungsweise die klaren Ayat im Koran al-Karim, sie bilden die Grundlage. Also Riba ist Haram, Zina ist Haram, Al-Qatl, Mord ist Haram, Al-Sariqa, Diebstahl ist Haram und so weiter und so fort. Es gibt ganz klare Angelegenheiten. Dann gibt es Dinge, die mehrdeutig sind und nicht eindeutig formuliert worden sind. Und manchmal liegt, da gibt es natürlich verschiedene Weisheiten, warum etwas unklar formuliert ist. Eine Weisheit davon ist, dass eben dieser Koran Karim anwendbar ist an jedem Ort und an jeder Zeit. Ja? Das ist öfter im Koran Karim der Fall, wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagte, bil ma'ruf. Das heißt, wenn man zum Beispiel, wie viel Abfindung soll man einer Frau nach einer Scheidung geben, heißt es bil ma'ruf. Das heißt, so wie es gang und gäbe ist, so wie es erwartet wird, so wie es Sitte ist, so wie die Menschen, die Gutes tun, sind es normalerweise machen. Ja? Das sind so Ausdrücke, damit man eben das anpassen kann, egal in welcher Gesellschaft und in welcher Zeitepoche man auch immer lebt. Imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, verstorben im Jahr 204, war der Erste, der historisch ein Buch geschrieben hat über Usulul Fiqh. Und das Buch ist uns auch Gott sei Dank erhalten geblieben, das sogenannte Buch Ar-Risala, Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, der berühmte Imam, nachdem der ganze Madhab von al-Shafi'iyya benannt worden ist. Er hat, wie gesagt, das erste Buch geschrieben in Bezug auf Usul Fiqh, und die Gelehrten, die danach gekommen sind, haben dann darauf aufgebaut und das diskutiert, was er gesagt hat. Manches davon angenommen, manches davon nicht angenommen und so weiter und so fort. Gibt es viele Werke, die diesbezüglich geschrieben worden sind. Gehen wir zum nächsten und dritten Kapitel, Al-Ahkam al-Shar'iyya. Al-Ahkam al-Shar'iyya, die gesetzlichen Bestimmungen. Und wir versuchen natürlich ab jetzt immer auch die arabischen Begriffe zu verwenden und uns daran zu gewöhnen, zu verstehen, was wir meinen, wenn wir diese Begriffe verwenden. Auch hier
bei jedem Fachwort wollen wir erstmal wissen, was das Wort überhaupt bedeutet. Ahkam ist der Plural von Hukum und heißt Bestimmung oder Urteil, ein Hukum. Ein Hakim ist der Richter im Islam unter anderem. Und warum? Weil er eben ein Hukum erteilt oder ausspricht, das heißt ein Urteil fällt. Und Scharia kommt vom arabischen Wort Scharia und das ist das Gesetz. Damit meint man das islamische Gesetz und deswegen meint man hier die gesetzlichen Urteile oder die gesetzlichen Bestimmungen. Und was bedeutet das per Definition? Ahkam Scharia. Was ist ein sogenannter Hukum Schari? Was sich aus der Aussage des Gesetzgebers für den Mukallaf hinsichtlich seiner Handlung ergibt. Was sich aus der Aussage des Gesetzgebers für den Mukallaf hinsichtlich seiner Handlung ergibt. Wer ist der Gesetzgeber? Was meinen wir damit? Naja, wir meinen damit Koran und Sunna, logischerweise. Allah subhanahu wa ta'ala und derjenige, der, den er entsandt hat und bevollmächtigt hat, diese Botschaft an die Menschen zu tragen. Also meinen wir damit Koran und Sunna. Und der Mukallaf ist ein Wort, das wir uns unbedingt merken müssen. Das kennt auch jeder, der sich mit dem Fiqh beschäftigt hat, kennt dieses Wort schon. Mukallaf meint man damit den Schuldfähigen. Den Schuldfähigen. Das ist also derjenige, dem man überhaupt vorwerfen kann und sagen kann, warum hast du das und das gemacht? Oder warum hast du das und das nicht gemacht? Und das kann man nur jemandem vorwerfen, der bestimmte Voraussetzungen erfüllt hat. Und diese Voraussetzungen, die werden wir uns gleich anschauen, inshallah ta'ala, aber das ist der sogenannte Mukallaf. Also, was meinen wir mit Ahkam Shar'iyya? Wir haben Aussagen im Koran, wir haben Aussagen des Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, aus denen ergibt sich irgendetwas, wonach du dich richten musst. Und das, was sich eben daraus ergibt, nämlich, dass die eine Sache wajib ist, dass die andere Sache haram ist, dass die andere Sunna ist, das ist, was sich letztendlich für dich, für deine Handlung ergibt. Ja, diese Ahkam Shar'iyya, die wir jetzt aus den Aussagen des Koran, aus der Aussage des Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam ableiten, sind von dreierlei Art. Ihr seht ja, was ist vor euch, einmal Talab, dann Takhir und dann Wada'. Was meint man damit? Das ist nichts Kompliziertes. Es geht jetzt nur darum, zu verstehen, welche Arten von Ahkam Shar'iyya es gibt. Okay? Und die erste Art Talab ist Aufforderung. Auf Arabisch Talaba heißt auffordern, verlangen. Und At-Talab ist auch die Bestellung in einem Restaurant, weil warum man verlangt etwas, man fordert jemanden auf, etwas zu tun. Takhir kommt vom, auf übersetzt heißt Entscheidungsfreiheit, wurde übersetzt, also kommt vom Wort Khayyara. Khayyara heißt jemanden vor die Wahl stellen. Ana Khayyartuka heißt, ich habe dich vor die Wahl gestellt. Okay? Das ist eine zweite Form von Ahkam Shar'iyya. Schauen wir uns gleich an. Das ist alles nicht kompliziert. Das versteht man, inshallah ta'ala. Und drittens, Wada'. Wada', Festlegung. Wada'a auf Arabisch heißt setzen, legen, stellen. Das ist dieses Allerweltswort. Und gemeint ist hier eben setzen. Das heißt, ja, das werden wir uns gleich anschauen, inshallah ta'ala. Erstens einmal, noch einmal Talab. Jetzt haben wir die drei Begriffe verstanden. Talab, Takhir und Wada'. Und der erste Begriff ist Talab. Und Talab, haben wir gesagt, bedeutet Aufforderung. Was heißt Aufforderung? Naja, wenn wir eine Ayah im Koran haben oder ein Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam haben, dann fordert er uns, eine bestimmte Sache auf zu tun oder zu unterlassen. Zu tun oder zu unterlassen. Das ist, was man mit Talab meint. Und kann man sich schon ausmalen. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala von dir etwas verlangt zu tun, dann ist diese Sache, natürlich kann es sein, es ist verpflichtend, es kann sein, es wird dir empfohlen, es zu tun. Und wenn er von dir verlangt, etwas zu unterlassen, dann entweder, weil es haram ist, weil es verboten ist, oder weil es besser wäre, es zu unterlassen, weil es eben verpönt ist, verabscheuenswürdig ist. Okay? Das sind sozusagen diese ganzen Ahkam Shar'iyya, über die wir uns gleich unterhalten werden, inshallah ta'ala. Das war die erste Art, der Talab. Die zweite Art ist At-Takhir. Takhir haben wir gesagt, Entscheidungsfreiheit. Da haben wir, mit Takhir ist gemeint, dass der Gesetzgeber etwas als Mubah
definiert und uns somit freistellt, diese Handlung auszuführen oder nicht. Also wir wissen, dass es bestimmte Dinge gibt, die wir nicht machen müssen und die aber tun dürfen. Und es ist für uns relativ egal, ob wir es machen oder nicht machen hinsichtlich der rechtlichen Bestimmung. Also egal, ob wir sie machen oder nicht machen, wir werden weder für das Tun belohnt noch für das Unterlassen bestraft. Und das nennt man Mubah, das nennt man eben also quasi, sagt man, meistens Erlaubtes. Diese beiden Kategorien, die wir gerade eben kennengelernt haben, sowohl Talab als auch Takhir, nennt man Taklifi. Taklifi bedeutet, kommt vom arabischen Wort Kallafa. Kallafa heißt jemanden mit etwas beauftragen. Und diese Kategorie nennt man deswegen Taklifi, weil hier etwas von dir verlangt wird zu tun oder verlangt wird zu unterlassen. Man packt darin At-Takhir rein, obwohl At-Takhir eigentlich nicht dazugehört, weil Mubah-Dinge, die werden ja von dir weder verlangt zu tun noch verlangt zu unterlassen, aber trotzdem packt man sie in die gleiche Kategorie rein, als eine Art Far' zu dem Asl. Mit Taklifi sind die gesetzlichen Bestimmungen gemeint, die demnächst erläutert werden, wie Wajib, Mandub, Mubah, Makruh und Haram. Das haben wir uns gleich noch genauer an, aber ich denke, das meiste davon kennt man ja auch schon. Mit Wad', das ist jetzt die dritte Art von Ahkam Shar'iyya. Wir haben Talab kennengelernt, Takhir kennengelernt und jetzt kommt Wad'. Was meint man mit Wad'? Naja, ich mache ein einfaches Beispiel. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, Ya ayyuhal ladhina amanu, idha qumtum ila salati, faghsiru wujuhakum und so weiter. Das heißt, oh, die ihr glaubt, wenn ihr euch zum Gebet aufstellen wollt, dann wascht euch das Gesicht und so weiter. Richtig? Das heißt also, diese Aya, was kann man daraus ableiten? Welchen Hukum kann man daraus ableiten? Wir leiten daraus ab, dass der Wudu, das heißt die rituelle Gebetswaschung, Voraussetzung ist für die Gültigkeit des Salah. Okay? Und die Beweisführung ist einfach, weil Allah gesagt hat, wenn du dich zum Beten aufstellen willst, dann sollst du erst einmal dich waschen. Und auf eine bestimmte Art und Weise, das nennt man Wudu. Und jetzt haben wir daraus abgeleitet, dass das Wudu Voraussetzung ist für die Gültigkeit des Salah. Das hat aber nichts zu tun mit Wajib, Mandub, Mubah, Makruh, sondern die Tatsache, dass der Wudu Voraussetzung ist für die Gültigkeit des Salah, das hat Allah so festgelegt. Ja, das hat Allah Azza wa Jalla so festgelegt. Und diese Festlegung, das ist ja kein Taklif mir gegenüber. Das ist ja keine, Allah hat mich jetzt hier nicht mit einer Aufgabe direkt beauftragt, sondern er hat mir mitgeteilt, Wudu ist Voraussetzung für die Gültigkeit des Salah. Okay? Das ist eine Festlegung. Daraus ergibt sich, wenn ich also kein Wudu habe, dann wird auch mein Salah nicht gültig sein. Wir haben in Bezug auf Al-Wad', in Bezug auf die Festlegung des Gesetzgebers bestimmter Angelegenheiten, fünf verschiedene Ahkam Shar'iyya sozusagen. Einmal As-Sabab, die Ursache, zweitens As-Shart, die Bedingung, drittens Al-Mani', den Hinderungsgrund, und daraus ergibt sich dann, ob eine Sache, was eine Sache ist, werde ich gleich sagen, inshallah, ob eine Sache eben gültig oder ungültig ist, sahih ist oder fasid ist. Das heißt, wir haben also noch einmal Sabab, Shart und Mana. Schauen wir uns dazu drei Beispiele an, damit das auch klar wird. Denn meistens ist die Theorie ein bisschen komplizierter. Und wenn wir uns die Beispiele anschauen, dann wissen wir viel besser, was damit gemeint ist. Beispiel. Den Neumond Hilal von Ramadan zu sehen, ist Sabab dafür, dass die Pflicht zum Siyam sahih sein kann. Den Neumond, den Hilal von Ramadan zu sehen, ist Sabab dafür, ist Grund dafür. Allah hat das so gesetzt. Ja? Das heißt also, wir sind
nicht beauftragt worden, im Ramadan zu fasten, bis wir den Sabab dafür, bis der Sabab dafür eingetroffen ist. Und Sabab dafür ist entweder, dass der Neumond gesehen worden ist, oder dass die Anzahl von des Monats Sha'ban 30 Tage gewesen ist. Denn es gibt keine 31 Tage. Okay? Das heißt, sobald einer dieser beiden Anzeichen eingetroffen ist, wissen wir, dass der Monat Ramadan eingetroffen ist, und so hat uns Allah subhanahu wa ta'ala beauftragt, damit zu fasten. Das nennt man Sabab. Ja? Das hat also nichts mit einer Taklifi-Bestimmung zu tun, sondern wenn das eine eintrifft, dann ist das Fasten Pflicht geworden. Oder besser gesagt, dann kann das Fasten sahih sein. Das ist ein Beispiel für Sabab. So, ein zweites Beispiel ist, haben wir gesagt, Schart, die Bedingung. Der Beginn der Gebetszeit ist Schart dafür, dass das Salah sahih sein kann. Der Beginn der Gebetszeit ist Schart, das heißt Bedingung dafür, dass das Salah sahih sein kann. Insofern, wenn die Gebetszeit nicht eingetroffen ist, kann ich 100-mal beten, mein Salah wird niemals sahih sein. Das heißt, niemals gültig sein. Das ist auch kein Taklif von mir, sondern Allah subhanahu wa ta'ala hat bestimmt, dass die Erde sich dreht und dass diese Tageszeiten zustande kommen, und davon hat er den Beginn und das Ende von den Gebetszeiten abhängig gemacht. Die treffen ein, ohne dass ich etwas tue oder ohne dass ich etwas unterlasse. Und deswegen ist es keine Taklifi-Bestimmung. Und sobald die Gebetszeit eingetroffen ist, ab jetzt kann das Salah, das ich verrichte, sahih sein. Vorher konnte es gar nicht sahih sein. Das heißt, das ist ein Beispiel für Schart, und dafür gibt es viele. Drittens, ein Mani'. Ein Mani' ist ja so quasi das Gegenteil von einem Schart. Das ist praktisch ein Hinderungsgrund. Das heißt also, normalerweise müsste jetzt alles in Ordnung sein, müsste diese Ibadah sahih sein oder der Vertrag gültig sein, ist er aber nicht, weil es ein Grund gibt, der dagegen spricht. Okay? Und Beispiel dafür, eine Frau, die Gebetszeit ist eingetroffen, sie hat die Gebetswaschung vollzogen und sie hat ihren Hijab angezogen und sie verrichtet jetzt ein Salah, und dieses Salah ist am Ende ungültig, obwohl sie es zur richtigen Zeit verrichtet hat. Warum ist es ungültig? Weil sie ihre Menstruation hat. Okay? Das nennt man einen Mani'. Wir haben vorhin ist der Begriff Mukallaf gefallen. Und der Begriff Mukallaf, haben wir gesagt, ist ein Schuldfähiger. Und das ist derjenige, der von Allah subhanahu wa ta'ala zur Verantwortung gezogen werden kann. Und das ist quasi, man könnte es auch anders ausdrücken, das ist derjenige, der mit den Ahkam al-Shar'iyya angesprochen wird. Jetzt haben wir gelernt, was heißt Ahkam al-Shar'iyya. Und jetzt wissen wir, derjenige, der von den Ahkam al-Shar'iyya angesprochen wird, das ist der Mukallaf. Und was meinen wir damit konkret? Mukallaf ist jemand, der zwei Bedingungen erfüllt. Die erste Bedingung ist Al-Bulugh und die zweite ist Al-Aql. Al-Bulugh bedeutet, dass er die biologische Reife im islamischen Sinne erreicht hat. Also er ist biologisch reif geworden. Und das erkennt man an einem von drei Anzeichen. Sobald eines der folgenden drei Anzeichen eingetroffen ist, ist jemand baligh, auch wenn nicht alle drei Anzeichen eingetroffen sind. Anzeichen Nummer 1, das einfachste, jemand ist 15 Jahre alt geworden, gemäß der richtigeren Ansicht unter den Ulama, rahimahumullah ta'ala. Das zweite Anzeichen ist die Ejakulation. Und das dritte Anzeichen sind die Schamhaare. Wenn eines dieser drei Zeichen eintrifft, ist man baligh. Und bei den Mädchen gibt es noch ein viertes Anzeichen, das ist die Menstruation. Sobald eines dieser vier Anzeichen bei ihr eingetroffen ist, gilt sie als eine im islamischen Sinne erwachsene Frau, baligh. Aber deswegen ist sie noch nicht mukallaf,
Denn die geistige Gesundheit ist eine weitere Voraussetzung. Die geistige Gesundheit, denn es könnte sein, dass jemand 30 Jahre alt ist, aber er ist geistig krank und versteht nicht, was man ihm sagt und kann es nicht begreifen, dann ist er auch nicht mukallaf. Das heißt, wir haben hier beide Voraussetzungen müssen erfüllt sein. Diese beiden Bedingungen oder diese beiden Elemente, durch die man mukallaf wird, haben eine Voraussetzung, das nennt man auf Arabisch Imkan, das ist sozusagen die Fähigkeit zu besitzen, den Hukm ausführen zu können. Wenn man mukallaf ist, wird man vom Gesetzgeber angesprochen. Das heißt, wenn Allah sagt, ja ayyuhalladhina amanu, ja ayyuhannas und so weiter, dann bist du angesprochen durch diese Aussagen. Allerdings kann es sein, dass du angesprochen bist, aber der Aufforderungen Allahs nicht nachkommen kannst. Wie zum Beispiel Allah sagte, subhanahu wa ta'ala, euch ist das Fasten auferlegt worden. Kutiba alaikum siyam. Aber aufgrund einer Krankheit bist du nicht fähig, diese rechtliche Bestimmung Allahs umzusetzen. Und dann entfällt sie. Insofern haben wir zwei Bedingungen für den Taklif, dafür, dass man mukallaf ist, aber eine Bedingung dafür, dass man sie dann letztendlich ausführen muss. Und das ist der Imkan, das heißt die Fähigkeit zu besitzen, den Hukum ausführen zu können. Jetzt haben wir verschiedene Ahkam Shar'iyya kennengelernt. Ich wiederhole noch einmal kurz. Wir haben gesagt, wir haben die sogenannten Taklifi-Bestimmungen. Dann haben wir Takhir, also Talab, dann Takhir und Wada'. Okay? Jetzt kehren wir noch einmal zu der ersten Gruppe zurück, zu den sogenannten Taklifi-Bestimmungen. Die sind ja in diesem, haben wir zusammengefasst in diesen ersten beiden und haben gesagt, was ist Talab und Takhir zusammen definieren wir uns als Taklifi. Und da haben wir die sogenannten oder bekannten fünf Ahkam Shar'iyya in diesem Bereich. Und die erste davon ist Wajib. Ich denke, wir können heute einiges so durchmachen an Definitionen, weil vieles von dem, was wir heute hören, ist ja nichts, was man nicht schon mal gehört hat. Selbst gerade dann, wenn man schon sich mit dem Fiqh beschäftigt hat. Wajib. Ja, Wajib sprachlich gesehen bedeutet einfach Pflicht. Und Definition, alles, wozu uns der Gesetzgeber verpflichtend aufgefordert hat, wie zum Beispiel die fünf Gebete. Wie die fünf Gebete, oder Az-Zakah, oder As-Siyam, oder Al-Hajj, oder andere Dinge. Das sind alles Wajib-Handlungen. Was ergibt sich daraus? Naja, für Wajib-Handlungen, oder man könnte es auch so definieren, die erste Definition, die zweite Definition wäre, man könnte sagen, Wajib-Handlungen sind diejenigen, für die man belohnt wird, wenn man sie ausführt. Und man setzt sich der Strafe aus, wenn man sie unterlässt. Ja, das ist wichtig. Das heißt also, wenn man sie umsetzt, erwartet man eine Belohnung von Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn man sie aber man erwartet, also mit Gewissheit kann ja Dinge, es kann ja Gründe geben, warum Allah die gute Tat nicht angenommen hat. Okay? Wie jemand, der zum Beispiel Hajj vollzieht mit verbotenem Vermögen oder ähnliches. Ja? Er hat die Hajj vollzogen, aber es ist äußerst fraglich, ob Allah das von ihm dann annehmen wird. Ja? Deswegen, er hat die Pflicht ausgeführt, aber es heißt nicht, dass Allah ihn dafür auch belohnen wird. Zweitens, wenn man diese Wajib-Handlung unterlässt, sagen wir nicht, wird man dafür bestraft, wie manche Gelehrte sagen, denn wir sagen, man setzt sich der Strafe Allahs aus. Weil genauso hier, wenn Allah subhanahu wa ta'ala will, bestraft er einen und wenn er will, sieht er subhanahu wa ta'ala aufgrund seiner Nachsicht von der Bestrafung ab. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat oder sieht von der Bestrafung der Menschen meistens ab, subhanahu wa ta'ala. Denn Allah sagte, azza wa jal, sinngemäß, wenn er die Menschen zur Rechenschaft ziehen würde für das, was sie erworben haben, dann würde er auf der Erde kein Getier mehr übrig lassen. Subhanahu wa ta'ala. Insofern sagen wir, er setzt sich der Strafe Allahs aus,
Das heißt, man hat Angst um ihn, man wird besorgt für jemanden, um jemanden, der eine Sünde begeht, weil er sich praktisch dem Zorn Allah subhanahu wa ta'ala ausgesetzt hat und niemand kann ihn davor schützen, es sei denn, Allah nimmt ihn in seine Barmherzigkeit auf. Wir haben das Wort Wajib genannt. Synonyme dafür sind Fard oder Farida oder Lazim oder Hatm. Und es gibt verschiedene Begriffe und egal welchen wir verwenden, wir sollten nur wissen, was wir damit meinen. Ansonsten kann es sein, dass ein anderer Gelehrter ein anderes Wort verwendet. Ja, die Wajib-Handlungen sind natürlich für uns fast die wichtigsten Handlungen überhaupt, weil da von uns etwas verlangt wird zu tun. Und da ist immer eine gewisse Anstrengung herauszuhören. Denn wenn man von dir etwas verlangt zu tun, haben wir gesagt, musst du erstmal Mukallaf sein. Ja, das wirst du automatisch Mukallaf, biologisch erwachsen und auch geistig gesund. Da trägst du nicht viel dazu bei. Aber die Fähigkeit musst du haben, dann auch das umzusetzen, was Allah von dir verlangt hat, subhanahu wa ta'ala. Und deswegen müssen wir uns mit der Wajib-Thematik noch ein bisschen ausführlicher unterhalten. Die Gelehrten sagen, die Wajib-Handlungen, das heißt alles, was Wajib ist im Koran und der Sunna für uns, können wir in verschiedene Kategorien einteilen. Je nachdem, aus welchem Blickwinkel wir diese Wajib-Handlung betrachten. Okay, wir haben drei verschiedene Blickwinkel auf die Wajib-Handlungen. Entweder schauen wir uns die Wajib-Handlung an sich an. Oder wir betrachten die Wajib-Handlung hinsichtlich des Zeitrahmens, in dem wir dazu aufgefordert werden. Oder wir betrachten die Wajib-Handlung hinsichtlich der Person, die dazu aufgefordert worden ist. Das sind drei verschiedene Blickwinkel, die wichtig sind, um zu sehen, dass es unterschiedliche Formen von Wajib gibt. Was damit gesagt werden soll letztendlich, ist, dass die Wajib-Handlungen nicht alle auf dem gleichen Level sind. Nicht alle sind gleich gewichtig und manchmal kann man durch diese Einteilung eine Wajib-Handlung einer anderen vorziehen. Ja, das heißt, der Nutzen dieser Einteilung ist, dass manchmal komme ich in einen Konflikt und ich weiß nicht, welche Wajib-Handlung ich vorziehen soll, A oder B. Ich kann nicht beide machen. Wenn ich A mache, kann ich B nicht mehr machen. Aber wenn ich B mache, kann ich später noch A machen, zum Beispiel. Okay? Das heißt, hier seht ihr, nicht alle Wajib-Handlungen sind gleich. Das ist der Sinn dieser Einteilung und das schauen wir uns jetzt noch einmal genauer an. Erstmal, Wajib-Handlungen betreffen die Handlung selbst. Das heißt, die erste Kategorie. Wir haben zwei Arten von Wajib-Handlungen diesbezüglich, bestimmte und unbestimmte. Muayyan und Mubham. Okay? Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala, manchmal, wenn er von uns etwas verlangt, verlangt er von uns, eine ganz bestimmte Handlung auszuführen. Wie zum Beispiel As-Salah. Zur Wuhr-Zeit sollst du ein Salah verrichten, das aus 4 Raka'a besteht. Wenn du auf der Reise bist, machst du nur 2 und so weiter und so fort. Das heißt, ganz genau dieses Salah wird von dir verlangt. Wenn du sagst, nee, statt zu beten zur Wuhr-Zeit, mache ich lieber einmal Tawaf, das geht nicht. Das eine ersetzt das andere nicht. Das nennt man Muayyan oder eine bestimmte Form der Wajib-Handlung wird von dir verlangt. Ich denke, das ist klar und deutlich und das ist auch das, was vielleicht meistens der Fall ist, weil wir beten ja 5-mal pro Tag. Insofern haben wir meistens wahrscheinlich Muayyan-Handlungen. Aber es gibt auch Unbestimmte. Und das bedeutet Folgendes. Das bedeutet, Allah subhanahu wa ta'ala verlangt von dir etwas zu tun, aber er gibt dir die Wahl, was du tust. Und jede dieser Auswahlmöglichkeiten ersetzt die anderen. Und das klassische Beispiel dafür ist bei der Sühneleistung einer Person, die einen Schwur gebrochen hat. Jemand hat geschworen, Wallahi, ich werde das und das nicht mehr essen. Und später wurde er zum Beispiel zu einem Essen eingeladen, bei dem dieses Essen ihm serviert wird. Und er sagt sich, wenn ich jetzt dieses Essen nicht esse, kränke ich meinen Nachbarn, bei dem ich eingeladen bin, also ist es besser,
islamisch gesehen, dass ich meinen Schwur breche. Und dann muss er eine bestimmte Sühneleistung vollziehen. Aber welche? Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn vor die Wahl gestellt. Er hat ihm gesagt, das nennt man eben Tachyir. Das nennt man auch eine Form von Tachyir. Und zwar das anders als der Tachyir, den wir erwähnt haben bei Ahkam Shari'a. Tachyir hat ihm vor die Wahl gestellt. Entweder er befreit einen Sklaven, wenn er das nicht kann, weil es entweder keine gibt oder weil er kein Geld hat oder was auch immer, dann gibt es eine zweite Möglichkeit, aber das ist eine ebenbürtige Möglichkeit. Also kann die erste machen, auch wenn es die zweite gibt. Und er kann die dritte machen, auch wenn es die erste und die zweite gibt. Deswegen hat er die Wahl zwischen diesen zwei. Die zweite Möglichkeit ist, dass er eben 10 arme Menschen speist. Und die dritte Möglichkeit ist, dass er 10 armen Menschen Kleidung kauft, durch die sie ein Salah verrichten können. Insofern hat er die Möglichkeit, zwischen diesen drei verschiedenen Wajib-Handlungen, und nur eine davon muss er machen. Sobald er eine davon macht, entfallen die anderen beiden Möglichkeiten und er hat praktisch seine Sühneleistung vollzogen. Das ist in Bezug auf die Wajib-Handlung an sich. Jetzt haben wir einen anderen Aspekt. Jetzt schauen wir uns die Wajib-Handlungen aus einem ganz anderen Blickwinkel an, und zwar hinsichtlich der Zeit. Und das hilft uns besonders, wenn wir mal in Zeitnot geraten, können wir uns überlegen, was machen wir denn? Machen wir diese Ibadah oder machen wir diese Ibadah? Führen wir diese Pflicht aus oder diese Pflicht aus? Da haben wir zwei Arten. Wir haben entweder zeitlich enge Wajib-Handlungen oder zeitlich aufschiebbare Wajib-Handlungen. Auf Arabisch Wajib Mudayyaq und Wajib Muwassa'. Und wie die Begriffe auch schon vielleicht aussagen, es gibt Wajib-Handlungen, die ich zwar machen muss, aber ich muss sie nicht sofort machen. Ich kann mir Zeit lassen. Und es gibt Wajib-Handlungen, die ich überhaupt nicht aufschieben kann. Sobald sie eintreffen, sobald die Anordnung Allah subhanahu wa ta'ala mich erreicht, muss ich sie sofort ausführen. Ich habe keine Möglichkeit, es hinauszuschieben. Klassisches Beispiel für die Wajib Mudayyaq, das heißt für diejenigen Wajib-Handlungen, die ich nicht aufschieben kann, die erste, die ich sofort ausführen muss, ist das Fasten. Das Fasten im Ramadan. Denn sobald das die Fastenzeit eintrifft, muss ich schon fasten. Und deswegen muss ich ja auch die Absicht schon bei Nacht fasten und kann nicht sagen, ich fasse meine Absicht erst später. Klassisches Beispiel für die zweite Kategorie, das heißt für die zeitlich aufschiebbare Wajib-Handlungen, ist das Salah. Das Salah. Das Salah hat, wie im Hadith von Jibril uns mitgeteilt worden ist, es gibt eine Anfangszeit und eine Endzeit. Die Dhuhr-Zeit beginnt, sobald der Schatten in Richtung Osten wieder länger wird, nachdem die Sonne den Zenit erreicht hat. Dann endet diese Dhuhr-Zeit, sobald der Schatten so groß ist wie der Gegenstand selbst, wie ein Stock zum Beispiel, den ich aufgestellt habe. Wenn der Schatten so groß ist wie der Gegenstand selbst, abgesehen von dem Restschatten, der übrig bleibt, während die Sonne im Zenit ist, dann beginnt die Asr-Zeit gemäß der Mehrheit der Gelehrten, rahimahumullah ta'ala. Und zwischen diesen beiden Zeiten habe ich die Möglichkeit, mein Dhuhr-Gebet zu verrichten. Und auch wenn es Pflicht ist, aber ich muss es nicht am Anfang der Zeit machen, sondern ich kann es auch am Ende der Zeit machen. Welchen Nutzen haben wir daraus? Na, ich habe nicht gesündigt, wenn ich das Gebet hinausgeschoben habe innerhalb dieser Zeit. Beispiel, eine Person zu Beginn der Dhuhr-Zeit sagt sich, ich möchte das Dhuhr-Gebet jetzt nicht verrichten, sondern erst später in einer Stunde, aber vor dem Asr-Gebet. Das heißt, er hat vor, es innerhalb der Zeit zu verrichten, aber nicht jetzt, aus welchen Gründen auch immer. Ja? Er hat jetzt keine Lust, er hat keine Zeit, er hat was anderes zu tun, er ist beschäftigt mit einer Sache, die er nicht hinausschieben kann, was auch immer. Und die Frage ist jetzt, also solange er vorhat, natürlich das Gebet zur richtigen Zeit zu verrichten, sündigt er nicht. Das heißt, auch wenn er stirbt und das Gebet nicht verrichtet hat, bezeichnen wir ihn nicht als Sünder, und nicht als jemanden, der sein Gebet unterlassen hat, weil dieses eben ein Wajib Muwassa' ist, wie wir gerade eben definiert haben. Oder ein anderes Beispiel, eine Frau,
sagt, ich verrichte mein Gebet erst später, wenn ich nach Hause gekommen bin. Und wenn sie dann nach Hause gekommen ist, stellt sie fest, dass sie ihre Menstruation bekommen hat. In diesem Fall sagen wir auch nicht, dass sie gesündigt hat, weil sie hat ja das gemacht, was der Gesetzgeber ihr erlaubt hat. Das heißt, sie hat das Gebet hinausgeschoben. Ja, dann gibt es noch einen weiteren Aspekt, und haben wir gesagt, dritter Aspekt, eine Wajib-Handlung in Bezug auf die aufgeforderte Person. Eine Person, die zu etwas aufgefordert wird. Wir haben zwei verschiedene Arten von Pflichten dieser Hinsicht. Erstens, Wajib-Handlungen, die individuell verpflichtend sind. Wajib-Aini. Und zweitens, Wajib-Handlungen, die für eine angesprochene Gruppe als Ganzes Pflicht sind. Wajib-Kifai. Das heißt also, es gibt Pflichten, die jeder Einzelne ausführen muss. Wie zum Beispiel das Salah und die Zakah und das Siyam und so weiter. Und dann gibt es aber auch Wajib-Handlungen, die nicht jeder Einzelne verrichten muss, sondern Allah subhanahu wa ta'ala hat sie einer Gemeinschaft auferlegt. Allah hat sie nicht einzelnen Personen auferlegt, sondern einer Gemeinschaft. Und sobald jemand aus der Gemeinschaft, sobald eine ausreichende Anzahl aus der Gemeinschaft diese Pflicht umsetzt, entfällt die Aufgabe allen anderen. Ja? Ein Beispiel dafür ist, klassisches Beispiel dafür ist der Adhan. Der Adhan. Oder sind die Grenzwächter. Oder ist der Imam der Muslime. Oder ist die Iqama oder der Imam im Salah und so weiter und so fort. Das heißt also, diese Pflichten werden ausgeführt von einzelnen Personen. Und diese einzelnen Personen, wenn sie sie gemacht haben, dann entfällt die Pflicht allen anderen, die dazu in der Lage gewesen wären. Wallahu a'lam. Und ein weiteres Beispiel ist das Totengebet. Das Totengebet muss für deinen verstorbenen muslimischen Bruder oder deine verstorbene muslimische Schwester verrichtet werden und sie müssen gewaschen werden und so weiter. Aber muss das jeder Einzelne machen? Nein, es reicht, wenn einer das macht. Sobald einer die Aufgabe gemacht hat, entfällt es allen anderen entsprechend. Dann gibt es noch eine Thematik, und zwar der Hukum einer Wajib-Handlung nach der Ausführung. Das heißt, manchmal, wenn Allah subhanahu wa ta'ala von uns etwas verlangt hat zu tun, können wir das Verlangte minimal umsetzen, aber auch ausführlicher umsetzen. Also zum Beispiel, wenn Allah azza wa jalla zu dir gesagt hat, irka'u, das heißt, verbeugt euch, gemeint ist im Salah. Sobald du dich, das ist eine Pflicht, und wir wissen, dass der Ruku' im Salah sogar ein Rücken ist, das Salah. Und sobald du dich im Salah verbeugt hast, hast du diesen Rücken erfüllt. Und sobald du einen Augenblick im Ruku' geblieben bist, hast du die Tuma'nina umgesetzt. Das heißt, du bist zur Ruhe gekommen. Das ist in Bezug auf Ar-Ruku'. Aber was ist, wenn du jetzt länger bleibst im Ruku'? Nennen wir dann den gesamten Ruku' als Wajib oder Fard oder Rukun, wie auch immer. Die Antwort lautet nein, sondern wir nennen nur den Anfang davon, das heißt den Pflichtteil davon, als Rukun bzw. als Wajib oder als Pflicht, je nachdem. Und was darüber hinausgeht, nennen wir nicht mehr als Fard oder nennen wir nicht mehr als Wajib. Ihr seht, ich benutze die Begriffe als Synonyme, weil sie auch oft als Synonyme verwendet werden. Aber der Begriff darüber hinaus ist dann Mandub. Mandub bedeutet, eben wie wir gleich sehen werden, und dann heißt es dann nicht mehr verpflichtend, was der Gesetzgeber uns verpflichtend auferlegt hat, sondern empfehlend auferlegt hat. Den Ruku' in die Länge zu ziehen, ist eine gute Tat, aber es ist nicht verpflichtend. Beispiel für das, was ich gerade eben gesagt habe, ist nicht nur beim Ruku', sondern auch beim Spenden. Allah subhanahu wa ta'ala hat von dir verlangt, das Viertel eines Zehntels zu spenden. Wenn du also von 1.000 Euro 25 als Zakat zahlen musst,
und du gibst 27, dann sind nur die 25 Fard und die zwei darüber hinaus Mandub. Das ist, was man hier damit sagen möchte. Gehen wir über zum Begriff von was ist Mandub. Und Mandub bedeutet alles, was habe ich auch gerade schon gesagt, wozu uns der Gesetzgeber empfehlend aufgefordert hat, wie zum Beispiel die Ratiba-Gebete. Also bei Wajib war es ja, was uns der Gesetzgeber verpflichtend auferlegt hat. Und jetzt ist es hier empfehlend. Und wie zum Beispiel die Ratiba-Gebete. Denn die Ratiba-Gebete sind ja Sunna-Gebete, die wir freiwillig machen. Für Mandub-Handlungen wird man belohnt, für deren Unterlassung jedoch nicht zur Rechenschaft gezogen, wie zum Beispiel das Verwenden des Siwak vor jedem Salah. Das Siwak ist die Baumbürste, mit der man, das sind Äste von einem bestimmten Baum, durch den man sich reinigt und seine Zähne reinigt. Die sind natürlich nicht verpflichtend, das ist nicht verpflichtend, sondern das ist eine freiwillige Sache. Es gibt verschiedene Synonyme für diesen Begriff Mandub. Manche nennen es auch Mustahab und andere nennen es auch Sunnah, andere nennen es Masnun, andere nennen es Tatawwu', andere nennen es Nafil, andere nennen es Nafila. Das sind alles verschiedene Begriffe dafür, wie man diese Mandub-Handlungen bezeichnen kann. Und egal nachdem, was du siehst in einem Fiqh-Buch, all diese Begriffe ersetzen sich quasi gegenseitig. والله تبارك وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا